Über viele, viele Saisons haben wir uns mit dem schlechtesten Verein aus ganz FIFA 22 nach oben gekämpft und sind jetzt mittlerweile in der ultimativen Super League angekommen. Jetzt fehlt nur noch der Titel. Servus oder so, ihr seid genau richtig bei der nächsten Folge der Impossible Sprint to Glory. Und ich sag's direkt zu Beginn jetzt. Die letzte Folge haben einige von euch verpasst. Ihr findet die jetzt in der Infocard oben. Weil ihr könnt jetzt nicht einfach weiterschauen, ohne die vorherige Folge gesehen zu haben. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die nur 9000 Daumen nach oben hatte. Ich denke, da können wir heute dann wieder einen draufsetzen. Ich denke, wenn jeder, dem die Serie immer noch gefällt, einen Daumen da lässt auf dem Video, dann sollten wir die 10.000 doch easy packen. Jetzt aber mal so richtig rein in die Action. Zu Beginn der neuen Saison wollen wir natürlich für die erste Super League gute Spieler verpflichten, haben dafür auch ein ordentliches Budget zur Verfügung. Auf den ersten Blick ist die größte Schwachstelle der Linksverteidiger, der ist aber noch ziemlich jung mit 20 Jahren und noch dazu haben wir für die Position ja auch noch ein gutes Backup in Guindo und gerade das Thema Backups war ziemlich groß in den Kommentaren unter der letzten Folge und deshalb ziele ich eher auf einen neuen RM ab, denn Rodriguez hat auch nur eine 81, ist schon 27 Jahre alt und der einzige rechte Mittelfeldspieler im gesamten Kader. Und zum Glück gingen auch viele von euren Transfervorschlägen genau in die Richtung. Los geht's da mit Rayan Cherki, Karabek, Popescu, TBD und Kaiki. Adeyemi wollen viele sehen, der ist halt schon relativ alt mit 28. Dann haben wir hier den Regen von Thomas Müller, den Regen von Mané, den Regen von Mohamed Salah, Busquets und Thiago. Also einer von den beiden ist auf alle Fälle Thiago, ich glaube eher Jurado. All die Regens, die jetzt in den Kommentaren mit drin sind und die ich jetzt nicht direkt aufzeige, die haben wir halt schon auf der Wunschliste. Wie hier zum Beispiel der Regen von Eden Hazard. Machen wir also weiter mit Brandon Aronson und schließen eure Transfervorschläge endlich ab mit Noah Bamba und Romeo Lavia. Also ist echt wieder eine gute Auswahl. Und wie gesagt, ich möchte unbedingt einen neuen rechten Mittelfeldspieler kaufen. Doch bevor wir da jetzt zuschlagen, warten wir zum einen das Scouting und zum anderen vor allem das Geld aus dem Vorbereitungsturnier ab. Okay, unser Gegner hat nicht genug Spieler. Weißt du, wir nehmen direkt mal die ersten drei Punkte mit. Orlando City, denke ich aber mal, können spielen, nur wir haben jetzt nicht genügend Leute. Boah, da ist fast die Frage, ob ich nicht jetzt schon irgendeinen Spieler dazu hole. Aber eigentlich müssten wir doch genügend Spieler haben, weil aus der Startelf fehlen vier, hier fehlt einer. Das heißt, wir könnten doch easy eine Startelf zusammenbauen. Und ich weiß halt nicht, wie viele Leute ich jetzt holen muss, damit wir die Partie nicht aufgeben müssen. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein jetzt in das Spiel, verlieren das mit 3:0 und setzen alles auf eine Karte. Und zwar auf die Karte letzte Partie. Also hoffentlich nur die letzte Partie in der Gruppenphase. Gegen Amerika müssten wir halt jetzt auch wieder aufgeben. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir gegen Monterrey nur nicht aufgeben mussten, weil die halt auch zu wenig Spieler haben. Und es kann halt echt sein, dass ich auch im Vorbereitungsturnier halt eine komplette Mannschaft plus Auswechselbank brauche, um antreten zu können. Was dann aber wiederum bedeuten würde, dass ich jetzt noch 5 Spieler verpflichten müsste, damit wir gegen Amerika spielen können. Und deshalb werde ich auch das jetzt aufgeben, weil es wird nicht passieren. Ich werde keine 5 Leute holen in der gesamten Transferphase nicht. Ist halt ein bisschen schade. Darauf fliegen wir jetzt mal wieder raus im Vorbereitungsturnier. In der Gruppenphase schon. Muss man aber halt auch ehrlich sagen, das ist nicht so geil gemacht. Warum brauche ich im Vorbereitungsturnier zwingend so viele Spieler? Ich meine, im Real Life würdest du halt irgendwelche Jugendspieler und so weiter mitnehmen, aber das gibt es hier halt nicht so richtig. Immerhin haben wir ein bisschen Geld noch dazu bekommen, was ich jetzt aber halt wahrscheinlich für Vertragsverlängerungen ausgeben werde. Da fehlt jetzt nur noch Brahim Traoré. Dem habe ich zu wenig Geld geboten und theoretisch die Mata, aber der ist jetzt mal wieder ein Kandidat für Saisonende, für Karriereende meine ich, beim Saisonende. Heißt, wir müssen nächste Saison wieder einen neuen Stürmer-Backup holen. Das ist so ein ewiger Kreislauf, ne? Und da habt ihr jetzt vorgeschlagen, dass ich als Backups nochmal Spieler ausleihen soll. Das Problem bei Leihen ist halt, die funktionieren nicht so gut im FIFA-Karrieremodus, denn bei den allermeisten Spielern kannst du nicht mehr verhandeln, wenn es um eine Leihe geht. Wenn die den Transferstatus zu verleihen haben, sollte das dann aber anders sein. Die Frage ist nur, welche Spieler tauchen da überhaupt auf? Es gibt genau 3 Leute. Die werden wir jetzt mal scouten. Vielleicht ist da jemand dabei. Gut, ihn hier brauche ich eigentlich gar nicht erst anfangen zu scouten. Aber Romano und Said, theoretisch könnten die so eine 70er Gesamtstärke haben. Aber ihr merkt schon, das mit den Laien ist immer so eine Sache. So, jetzt sind aber endlich die ganzen Scouting-Berichte da. Und wir können endlich die erste Neuverpflichtung tätigen. Ein rechter Mittelfeldspieler für circa 70 Millionen Euro. Ein bisschen weniger. Im besten Fall so 60, vielleicht auch
einfach nur 50. Wen können wir uns damit leisten? Moya wäre auf alle Fälle eine Option, ist aber zu schlecht. Ich hätte schon gerne jemanden mit mindestens einer 82er Gesamtstärke. Wir könnten ja auch einen LM nehmen, den dann umformen. Aber auch da ist keiner so richtig nice. Bustos Regen von Messi können wir nicht holen. Er hier ist wieder nicht mehr gescoutet jetzt auf einmal. Kaiki ist gut. El Shami wäre halt der Hammer. Aber der ist klar zu teuer. Ey, wen soll ich denn da holen jetzt? Flavio Agliardi ist eigentlich ganz nice. Da weiß ich halt nur nicht, wie lange das Umformen dauert. Aber vielleicht gehen wir das Risiko einfach ein. Jake Nian, der wird halt zu teuer höchstwahrscheinlich. De Wilde auch. Also ich würde sagen, ich probiere es trotzdem mal bei Nian. Schau, wie teuer der wird. Aber wahrscheinlich ist Flavio Agliardi unser größtes Transferziel. Das ist, soweit ich weiß, der Regen von Insigne. Aber das ändert jetzt nochmal alles. Die wollen für den Regen von Sadio Mané nur 63,846725 Millionen Euro. Das ist unter Marktwert. Und das können wir uns halt leisten, ne? Aber dann hätten wir wieder nur einen Spieler geholt. Und für weitere Leute würde die Kohle einfach komplett fehlen. Ich meine, ansonsten will ich auch nicht nochmal großartig jemand holen. Außer halt einen Backup-zentralen Mittelfeldspieler, der besser ist als Onyango. Oder vielleicht einen Innenverteidiger. Da können wir auch nochmal nach Laien schauen. ZOM bräuchten wir noch einen. Dann wäre der Kader halt wieder gut aufgestellt. Aber dann müsste ich dann komplett versuchen, irgendwas mit Laien zu machen. Und ihr habt ja vorhin schon gesehen, wie schwierig es ist, da brauchbare Spieler zu bekommen. Ich schaue jetzt auf alle Fälle mal noch, wie teuer Agliardi wäre. Der kostet mich ja gerade mal 37 Millionen. Das müsst ihr euch mal überlegen. Hat einen Marktwert von 45, ich muss nur 37 zahlen. Der Regen von Mané ist halt schon besser, ist jünger. Aber ich glaube, ich muss trotzdem mit Flavio Agliardi gehen. Vor allem im Endeffekt sind wir ja eh vom dynamischen Potenzial abhängig. Und auch aus Agliardi könnte noch ein richtig, richtig krasser Spieler werden. Und deshalb verpflichte ich den Italiener zum absoluten Schnapperpreis. Marktwert ist auch sogar hochgegangen auf 47 jetzt. Also ich denke, das war die bessere Wahl. Vor allem, weil uns jetzt halt noch Geld übrig bleibt. Ich kann zumindest noch einen richtig guten Backup holen, wenn nicht sogar zwei. Und die könnte ich sogar kaufen, nicht nur ausleihen. Und Agliardi ist halt nicht mal so viel schlechter. Die Frage ist halt dann nur, wie machen wir es positionsmäßig? Einen von den beiden müssen wir auf alle Fälle umformen. Aber wir können ja unsere Formation auf Flügel umstellen. Weil so ein LF zum RM zu machen oder zum LM dauert halt einfach endlos. Bei ihm würde die RF-Umwandlung 2 Wochen dauern. Bei Agliardi sind es auch 2. Also ist im Prinzip egal. Ich nehme jetzt einfach mal hier den Regen von Mkhitaryan. Der wird zum rechten Flügel umgeformt. Das heißt, wir können formationsmäßig auf ein 4-3-3 offensiv wechseln. Und ich denke, das ist insgesamt eh besser, weil so gute Flügelspieler zu finden, ist schon nochmal deutlich leichter. Vor allem was Regens angeht im Vergleich zu rechten und linken Mittelfeld. Hey, die ganzen noch einigermaßen guten ZMs, die man ausleihen konnte, sind jetzt alle schon weg. Es bleibt nur dieser Figuera da übrig. In der Innenverteidigung habe ich es auch schon abgecheckt. Ey, die Line im FIFA-Karrieremodus, das funktioniert einfach so schlecht. Offensives Mittelfeld wäre noch eine Idee. Aber die beiden sind halt auch eigentlich gar nichts. Ich kann es jetzt einfach nur, weil es ein Transfervorschlag von euch war, auch noch bei jedem einzelnen Spieler von hier probieren. Oha, auch bei Nicolas Sandoval darf ich jetzt sogar verhandeln. Machen wir mal eine Leihe zum Kauf draus vielleicht. Das klingt okay. Interessant. 1 Jahr Laufzeit. Ist halt unwahrscheinlich, dass wir die Option dann ziehen können. Bei 2 Jahren wäre es möglich. Bei 1 Jahr kannst du es im Prinzip vergessen. Das wäre aber trotzdem vielleicht gar keine schlechte Backup-Verpflichtung. Wir können uns da auch auf 50-50 einigen. Die Transfersumme vielleicht noch auf 10 Millionen runter. Jetzt verlangen die sogar mehr. Was ist das denn? Und jetzt gehen die sogar raus. Ey, wie dumm seid ihr denn bitte? Die haben 12 Millionen verlangt. Dann habe ich sogar 12 Millionen gerade vorgeschlagen. Oder gehen die einfach raus? Aber gut zu wissen, dass wir den theoretisch holen könnten, theoretisch ausleihen könnten. Aber jetzt kaufe ich erstmal wieder einen Spieler. Aus dem Nichts kommt Lorenzo Miranda zu Heber FC. Das war so ziemlich das Beste, was ich mir im zentralen Mittelfeld leisten konnte. 23 Jahre alt, 81er Gesamtstärke, könnte der Regen von Busquets sein. Hat gerade mal 28 Millionen gekostet. Das heißt, für ein, zwei Leihen ist definitiv noch genügend Geld da. Und er ist halt echt nah an Fitzcim dran. Er ist halt eine andere Position. Da müssen wir echt mal schauen, wie wir das machen. In Sachen Umformung sieht es leider nicht so gut aus bei ihm. Innenverteidiger würde gehen, das dauert 19 Wochen, aber zentrales Mittelfeld halt 114. Stattdessen kann ich hier aber natürlich auch einfach die Position umstellen, hoffentlich. Aber scheinbar geht es nicht. Ich hätte gern defensive Mittelfeldspieler. Wenn ich ihn zentral reinstelle, dann funktioniert es, aber ist natürlich schon ein bisschen komisch dann. Ja, oder wir spielen das so jetzt einfach.
in einem 4-3-3 halten, dann hat halt Chukwuemeka minus 4. Und das, obwohl der eigentlich zentrales Mittelfeld spielen kann. Aber ich kann ihn ein bisschen nach vorne schieben. Und dann ist er wieder ein ZOM. So finde ich es eigentlich ganz gut. Und ich würde sagen, wir haben die Mannschaft nochmal einen Ticken besser gemacht. Ich habe endlich mal einen von unseren Spielern für richtig viel Geld verkauft. Kian Fitzcim. Das habt ihr mir auch quasi befohlen mit dem Kommentar, der gerade eingeblendet ist. Der hat schon länger stagniert, muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt haben wir ihn ja auch vorhin gerade erst ausgetauscht. Er war kein Stammspieler mehr. Miranda ist ja jetzt da. Der Kalauf ist da jetzt natürlich wieder ein Stückchen kleiner geworden. Aber dafür haben wir auf einmal wieder Kohle am Start, die wir jetzt wahrscheinlich am ersten trotzdem mal wieder für einen in der Zentrale ausgeben müssen. Denn da haben wir aktuell nur diese drei Spieler hier. Und das ist schon eindeutig zu wenig. Am coolsten wäre es jetzt natürlich nochmal einen besseren Spieler als Miranda zu bekommen, weil der halt doch nur eine 81 hat. Aber ich glaube, die sind dann doch alle zu teuer. Zumindest die jüngeren davon. Weil klar, ich könnte jetzt auch hier so einen Lavia holen, wenn er nicht gerade erst bei Freiburg untergekommen wäre. Aber der ist ja dann auch wieder 26 Jahre alt. Morell ist leider zu teuer. Der wäre halt der absolute Hammer. Und mehr ZDMs haben wir hier tatsächlich gar nicht. Müsste ich wieder auf ein ZM gehen. Dennis zu teuer, Jurado zu schlecht. Dann hört es halt auch schon wieder auf mit den Spielern. Also wird jetzt halt doch einfach erstmal ein Backup. Den habt ihr tatsächlich vor ein paar Episoden vorgeschlagen. Der gute Tom Kraus kommt von Saint-Étienne für gerade mal 15 Millionen Euro, kann ZM und ZDM spielen. Also ich würde sagen, die perfekte Ergänzung für unseren Kader. Das gleiche gilt auch für Umar Solé. Frisch von euch vorgeschlagen. Ich hätte da lieber einen etwas jüngeren Spieler gehabt. Er ist ja doch schon 30. Aber Matsima war einfach zu teuer. Die haben so endlos viel Geld für den immer verlangt. So 35 Millionen. Und er ist halt auch schon 28. Solé dagegen war zumindest halbwegs in einem logischen Preisbereich. 27 Millionen ist halt doch ordentlich für einen Backup-Spieler mit 30 Jahren. Aber gut, wir brauchen das einfach für die erste Super League. Wenn Martinez oder Iranzo mal ausfallen sollten, dann haben wir jetzt zum Glück einen Solé in der Hinterhand. Der Kader sieht jetzt auch richtig breit aus. So das Einzige, was wir noch brauchen könnten, wäre vielleicht ein weiterer defensiver Mittelfeldspieler oder halt generell noch einer für die Zentrale. Und dann wäre das halt perfekt. Aber vielleicht können wir da ja jemanden ausleihen. Ich habe jetzt mal noch kurz den Deadline Day abgewartet, aber es hat sich niemand verkauft. Und deshalb ist es jetzt soweit. Ich versuche nochmal im besten Fall ZDM auszuleihen. Ich glaube aber nicht, dass da irgendeiner von unserer Wunschliste auch Bock drauf hat. Sind ja sowieso nur drei. Ja, genau, das wird leider nichts. Also machen wir weiter mit den ZMs. Da ist die Auswahl halt jetzt auch nicht sonderlich groß mit gerade mal drei Spielern. Bei diesem Jurado funktioniert es auch. Klar, es gibt da noch diesen Dortmunder ZM. Aber der ist halt schon nochmal ein Stückchen besser. Leihe zum Kauf kommt leider nicht in Frage, weil wir ja nur 4 Millionen Transferbudget haben und man kann ihn dann nur mit Kaufoption ausleihen, wenn man das Geld jetzt schon hat. Was wieder kompletter Schwachsinn ist. Danke dafür, EA. Aber dadurch können wir ihn nur ohne Kaufoption ausleihen. Wir müssen 55% von seinem Gehalt zahlen und haben jetzt eine Einigung. Brauchen nur noch die Bestätigung. Ich hoffe, das kann noch klappen in den restlichen 2 Stunden. Jawohl, Jurado ausgeliehen. Ich hatte jetzt schon so Angst, dass ich mich nochmal richtig aufregen muss. Aber zum Glück in der letzten Stunde wechselt der Typ zu uns. Ihr wolltet eine Laie sehen. Ihr bekommt eine Laie. Es ist immerhin ein Spieler mit einer 79. Ich denke, ein ganz gutes Backup und insgesamt muss man jetzt wirklich sagen, unsere Bank ist nochmal so viel stärker geworden. Die Mata kann man fast rausnehmen. Für McKinstry dann nochmal. Haben wir keinen zweiten Stürmer auf der Bank, aber Nyonto soll eigentlich sowieso nicht ausgewechselt werden. Also klar, unsere erste Elf ist jetzt in dieser Transferphase nicht so viel besser geworden, aber dafür haben wir sie nochmal ein Stückchen jünger gemacht vor allem. Und unsere zweite Reihe ist halt so viel besser geworden. Und genau das habt ihr euch ja gewünscht. Und ich denke halt auch, dass es extrem wichtig ist, um hier irgendeine Chance zu haben in der ersten Super League. Aktuell sind wir letzter nach 2 Spielen. Der Vorstand sagt auch nicht umsonst hier bei den Erfolgen Abstieg vermeiden. Also es geht in dieser Saison wirklich nur darum. Der Sprung von der zweiten Super League zur ersten Super League ist halt so krass. Also wirklich das einzige Ziel in dieser Saison ist es, nicht abzusteigen. In dieser Saison jetzt direkt wieder abzusteigen, wäre schon extrem bitter. Aber die Ergebnisse sehen teilweise ja richtig gut aus. Im Oktober 3 Unentschieden, der September war nicht so gut, aber immerhin ein Sieg gegen Paris Saint-Germain. Wir stehen auf dem 12. Platz. Und ich sag's euch ehrlich, damit bin ich wirklich höchst zufrieden. Wie viele Punkte haben wir? Der erste hat 34, wir haben 20. Das geht schon voll klar. Was zur Hölle ist mit Manchester United los? Wir haben gerade mal 4 Punkte, kein einziger Sieg. Juve kackt auch richtig ab. Und wir sind eigentlich vollkommen souverän unterwegs aktuell. Es sieht nicht so aus, als könnten wir mit der Mannschaft noch absteigen. Und das ist natürlich einfach nur überragend. Die Transferphase jetzt im Januar hat natürlich das Potenzial, eine sehr, sehr langweilige zu werden. Weil backup-technisch sind wir eigentlich perfekt aufgestellt. Jede Position doppelt besetzt. Und
Und vor allem haben wir halt sowieso kein Geld mehr. Es reicht auch nicht, um irgendwie einen neuen Backup-Stürmer zu holen, weil eigentlich brauchen wir ja da einen spätestens dann zu Beginn der nächsten Saison. Aber das ist höchstwahrscheinlich ein Thema für die nächste Saison. Mal schauen. Ah, von Traoré muss ich auch noch den Vertrag unbedingt verlängern. Aber keine Sorge, das bekommen wir hin. Übrigens, am Ende von dieser Episode muss ich noch was ganz, ganz Wichtiges sagen in Bezug auf die Zukunft dieses Formats. Ich hoffe, ihr seid dann noch alle am Start, denn es ist halt wirklich wichtig. Aber wie gesagt, Ende der Folge, wobei wir davon jetzt eh nicht mehr so weit entfernt sind. Es ist wichtig, dass wir den Top-Transfer abchecken insgesamt, dass es tatsächlich Florian Wirtz mit 196 Millionen bedeutet. Wir werden uns Chelsea am Ende dieser Folge genauer anschauen, mal so ein bisschen über deren Kader drüber gehen. Ansonsten würde ich sagen, schließen wir diese Saison erfolgreich ab und ihr wisst, was erfolgreich bedeutet. Und zwar ganz einfach nicht Abstieg für Hebei FC. Ja, oder ich werde halt einfach rausgeworfen. Also 99er Manager-Rating rein und nochmal simulieren. Das hat jetzt auch dafür gesorgt, dass ich die Verträge nochmal verbessert habe. Irgendwie hat mich das daran erinnert. Fragt mich nicht wieso. Damit die Daumen da nach oben zeigen, damit die Spieler glücklicher sind. Hier bei FC am Ende 11. Und ihr müsst überlegen, wir sind einfach vor Clubs wie Manchester United, Juventus, Napoli, Dortmund, Bayern, Atletico. Und ihr dürft ja nicht vergessen, die haben die ganzen Icons noch mit am Start. Milan gewinnt die Liga. Inter sogar 2. Also da würde ich auch sagen, spielen die Icons definitiv eine Rolle. Chelsea ist 10. Den DFB-Pokal gewinnt auch Inter Mailand. Was ist denn los mit denen? Ich glaube, wir sind direkt am Anfang raus. Ne, hier gegen Real Sociedad sind wir noch weitergekommen. Aber ich finde uns einfach in der zweiten Runde dann nicht mehr. Vielleicht ist das ein Anzeigebug oder so. Weil meines Wissens nach sind wir auch eigentlich rausgeflogen gegen Real Sociedad. Also keine Ahnung, was da los ist. Wir haben das Ding auf alle Fälle nicht gewonnen. So viel ist klar. Champions League Sieger Manchester City, nicht Inter Mailand. Euroleague geht an Real Madrid, die Conference League an Dynamo Moskau. Sehr, sehr interessant. Nyonto steht immer noch bei seiner 96. Ist er vielleicht in dieser Saison Top-Torschützenkönig geworden? Jawohl! 12 Buden, zweitbester dieses Mal Flavio Agliardi. Kluquemeka nur mit 9 Toren und auch nicht mit den meisten Vorlagen. Also es war eine schwächere Saison vom Engländer. Sind wir so eigentlich gar nicht gewohnt von ihm. Ansonsten sieht die Mannschaft echt richtig nice aus. In der nächsten Saison, ihr wisst Bescheid, brauchen wir auf alle Fälle einen neuen Stürmer-Backup. Aber gleich mehr zu dem Thema nächste Saison. Jetzt wollen wir uns erstmal noch ganz schnell Chelsea anschauen. Denn die haben ja den absoluten Top-Transfer getätigt mit Florian Wirtz. Wer spielt hier mittlerweile beim FC Chelsea? Drogba natürlich, Lineker. Haben wir die nicht sogar schon mal angeschaut? Also gefühlt hatten wir die schon mal. Aber ich gehe sie jetzt trotzdem durch. Dafür halt ein bisschen schneller. So viele Icons, Mann. Es ist absolut heftig, was die für eine Mannschaft haben, Mann. Und trotzdem waren die ja nicht mal weit vorne in der Tabelle. Also das ist so wild. Also gefühlt sind die immer noch so viel besser aufgestellt als wir. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Es bricht die 11. Saison mittlerweile an. Einfach nur unglaublich. Transferbudget liegt bei 55 Millionen, also sogar weniger als im letzten Jahr. Damit ist es halt schon schwierig, überhaupt einen Stammspieler zu kaufen. Aber wir brauchen ja in erster Linie einen Stürmer-Backup. Vielleicht leihen wir dann auch wieder jemanden. Im zentralen Mittelfeld werden wir jetzt dann Jurado verlieren. Also ballert einfach eure Vorschläge unten rein und ihr müsst dieses Mal auch wirklich ganz besonders aktiv sein. Denn jetzt kommt's, ich habe es ja angekündigt, ich möchte noch über was sprechen und zwar bin ich jetzt für eine gute Woche im Urlaub. Das heißt, ich muss die nächsten 3 Folgen vorproduzieren. Muss die alle direkt hintereinander weg aufnehmen. Das heißt, das ist jetzt erstmal die letzte Chance, um nochmal richtig krass Einfluss zu nehmen auf die Serie für euch. Also wie gesagt, seid richtig aktiv. Vergesst dabei den Daumen nicht auf das Video. Ich wüsste auch nicht, wie wir das jetzt irgendwie anders gelöst bekommen. Ich muss die nächsten Folgen dann einfach ohne eure Kommentare aufnehmen. Wer ein bisschen was von meinem Urlaub mitbekommen will, der folgt mir sehr gerne auf Instagram. Link ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt aber auch einfach der Hansus da suchen. Und damit bin ich erstmal raus für heute. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin, euer Bernie. Also im Prinzip sind es halt genau 2 Folgen, bei denen ich nicht direkt auf eure Kommentare unter der letzten Folge eingehen kann. Das heißt, diese Folge ist noch viel entscheidender, beziehungsweise eure Kommentare darunter, weil ich die halt für die nächsten 3 Folgen einfließen lasse. Also gerade so was Regions angeht, wenn ihr da noch irgendwelche Ideen habt, schreibt es unten rein, lasst einen Daumen da und checkt die letzten Videos ab.